ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀਸਿਓ ਕਹੀਅਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਾਇਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਖਦੇਮ ਦੂ ਉਨਸ ਅਲੋਇਤਤ ਹਾਸਟ ਵਸ ਅਮੋਲ ਗੁਣ ਵੀ ਫੀਲੇ ਅਨਜ਼ੇਲਬਾਰੇ ਗੁਟੇ ਆਇਗਨਸ਼ਾਫਟਨ ਦੇ ਸ਼ੈਪਫਰ ਹਾਤ Erzähl uns doch bitte und erläutere uns doch, wie sein Tor, Dar, und wie sein Kar, wie sein Schloss aussieht, wo er weilt. Und zu dieser Sodar-Pauli muss man sagen, es gibt drei Formen von Sodar. Die erste Sodar-Pauli ist die, die wir heute im Sri Jabji Sahib lesen und hören. Das war die erste Pauli im Austausch mit den Siddhs. Die zweite Sodar-Pauli im Sri Guru Granth Sahib Ji ist im Sri Rera Sahib, in dem Abendgebet des Siddhs. Dies hat Guru Nanak Dev Ji im Sanmukh zum Akal Purkh Vaheguru, zum Schöpfer, gesprochen, ausgesprochen, die Bani. Die dritte Form von Sodar hat Guru Nanak Dev Ji ausgesprochen und geschrieben, als Bebe Nanaki Ji, die Schwester von Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji fragte, wie das Tor, wie das Haus des allmächtigen Schöpfers aussieht, da wo der allmächtige Schöpfer weilt. In diesen drei Formen oder in diesen drei Sodars, im Jabji Sahib, Rera Sahib und Asa Rag, in dem Asa Rag ist das von Bebe Nanaki Ji. In diesen drei Sodars gibt es jedes Mal kleine Unterschiede, wie zum Beispiel hier im Sri Jabji Sahib Sodar Geha vorkommt, kommt im Sri Rehra Sahib, was direkt nach Sri Jabji Sahib folgt, im Sri Guru Granth Sahib, Sodar Tera Keha vor. Solche kleinen Unterschiede hat Guru Nanak Dev Ji gemacht in diesen drei Sodars. Also das erste Sodar im Sri Jabji Sahib, das zweite Sodar im Sri Rehra Sahib und das dritte Sodar im Rag Asa. Und Guru Nanak Dev Ji sagt den Siddhs nun Sodar Keha. Wie soll ich das Tor beschreiben von dem allmächtigen Schöpfer? Shokar Keha. Wie soll ich denn das Kar, das Schloss, wo der allmächtige Schöpfer weilt, beschreiben? Jitabah Sarbisamale. Wo der eine allmächtige Schöpfer weilt, sitzt und auf die ganze Kreation aufpasst. Das zweite Art ist aber auch Shodar Keha. Guru Nanak Dev Ji sagt, das Tor zum Schöpfer ist diese Welt. Shokar Keha. Und das Schloss, wo der eine allmächtige Schöpfer weilt, ist der Körper. Es sind die Lebewesen. Denn in uns allen Lebewesen befindet sich der eine allmächtige Schöpfer, Jitabah Sarbisamale. Denn er sitzt in uns allen drin
Und passt auf alle auf. Vajje Nad Anek Asankha. In seinem Schloss, Vajje Nad Anek Asankha, gibt es mehrere Nad bedeutet Töne, Sounds. Und Vajje bedeutet Instrumente. Es gibt mehrere tausende von Instrumenten, die dort erklingen. Kete Vavanhare. Und es gibt tausende Leute oder tausende diejenigen, die also tausende Menschen oder tausende Kräfte, die diese Instrumente dort spielen und diese Töne erklingen lassen. Kete Rag Pari Seo Kahian. Rag, Pari, Pari sind die Frauen von den Rags, Seo sind die Kinder, Gehien. Es wird gesagt, dass tausende von Rags, deren Frauen und deren Kindern dort seine Lobpreisung singen. Kete Gavanhare. Und nicht nur die, sondern es gibt auch tausende weitere, die seine Lobpreisung dort singen und diese Rags dort gesungen werden. Gavaha tohno paun pani bhasantar. Lieber Schöpfer, dich lobpreisen auch die Kräfte wie paun. Paun ist die Luft. Pani, Wasser. Bhasantar, Feuer. Auch diese Kräfte singen deine Lobpreisung. Gave Raja Dharmadware. Und auch der Dharmaraj, der König der Rechenschaft, kommt zu deinem Dware, zu deinem Tor, zu deinem Schloss und singt deine Lobpreisung. Gave Chit Gupta Likhjana. Und auch die Engel, Chit Gupta, die dafür zuständig sind, die Kontoführung über das Karma von dir oder von uns allen zu führen, diejenigen, die Chittagupt Lekjane, die wissen, wie man diese Kontoführung tätigt. Auch die singen deine Lobpreisung. Lekha Lekha Dharma Vichare. Und auch der Dharmaraj, wie vorhin schon gesagt, kommt zu deinem Tor, denn er ist derjenige, der dann das Niedergeschriebene von den Chittagupt Vichar macht, der darüber überlegt, was für ein Resultat ich dann demjenigen vorlese und darüber entscheide. Auch der kommt zu dir und singt deine Lobpreisung. Gavaha Isar Barma Devi. Und auch solche Kräfte wie Isar, wie Shivji und Barma, wie Brahma und auch die Devi. Devi sind weibliche Hindu-Götter. Und die Gurmat-Lehre hat dies auch als Kräfte angesehen. Also auch Shivji, Brahma und die Devis. Komm zu deinem Tor und sing deine Lobpreisung. Sohan Sadasvari. Denn du, allmächtiger Schöpfer, hast diese erstellt und Sohan schön gemacht. Gavaha Indra Edasan Bhatte. Und auch der Indra-Devta, der dafür zuständig ist, dass Regen vorhanden ist, dass es regnet. Indra-Devta ist ein sehr großer Devta. Edasan, der auf diesem Posten sitzt, auch derjenige, also Ind Edasan Bhatte, der Indra-Devta sitzt Bhatte auf Edasan, auf dem Thron des Indra-Devtas. Und unter ihm agieren auch noch weitere. Devataya Dharnale. Und auch diejenigen, die unter diesem Indra-Devta agieren, diese Kräfte, lobpreisen deine, lobpreisen dich, lieber Schöpfer. Gavaha Siddha Samadhi Andara. Auch die Siddhas, mit denen zum Beispiel Guru Nanak Dev Ji gerade den Austausch hat, die Samadhi Andara, die in voller Konzentration in Samadhi sind, auch die singen deine Lobpreisung. Gavana Sadha Vichare. Auch die Sadhujans, auch die Asketen singen deine Lobpreisung. Gavana Jati Sati Santokhi. Jati bedeutet diejenigen, die ihre, die ihre Gedanken von der sexuellen Begierung unter Kontrolle haben. Diejenigen, Sati sind diejenigen, die ein ehrenhaftes Leben führen und Santokhi sind diejenigen, die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Auch diese drei Arten lobpreisen dich, lieber Schöpfer. Gavaha Vir Karare. Vir bedeutet ein Soldat, ein Kämpfer, ein Krieger. Auch diese Krieger, auch diese starken Krieger wie Kar Are. Kar bedeutet Hände und Are bedeutet, also Ara bedeutet eine Säge. Solche starke Soldaten oder Krieger, deren Hände wie eine Säge wirken im Kampf,
Auch diese starken Leute singen deine Lobpreisung. Gavan Pandit Padan Rakhisar. Auch die Pandit, die Gelehrten und Padan, diejenigen von den Pandits gelehrt haben, und Rakhisar, die Rikijans, auch die Rikis, auch diese drei Leute, die singen deine Lobpreisung, lieber Schöpfer. Jug, Jug, Veda, Nali. Und auch die Veds, die in den vier Jugs geschrieben worden sind und auch in den vier Zeitaltern. Auch die singen all deine Lobpreisung. Gavah Mohaniya Man Mohana. Auch diejenigen, die das Mo, das eine schlechte Eigenschaft ist, diejenigen, die die Anhaftung an weltlichen Gütern, an Material, an emotionaler Basis auch, auch diejenigen, die das alles, die das ganze Mo, Haniya, zerstört haben, Man Mohan. Was passiert dann? Der Schöpfer hat deren Mann, den Intellekt, deren Gedanken überwindet und hat sich in ihren Intellekt festiert und somit rezitieren und lobpreisen sie deine und lobpreisen dich, lieber Schöpfer. Surga Machpayale. In der Gurmat-Lehre gibt es drei Formen von Welten, auch als Dänelog bekannt. Nur kurz erklärt, einmal die Surgelog, Madlog und Patallog. Surgelog ist das zum Beispiel der Himmel, Madlog ist die Welt, wo wir jetzt leben, und Perle. Patallog sind die Unterwelten oder die Galaxien, die wir nicht sehen. Und auch in dieser ganzen Galaxien oder auf der ganzen Kreation von dem Schöpfer wird deine Lobpreisung gesungen, lieber Schöpfer. Gavan Ratan Upaye Tere. Ratan sind sehr schätzbare Güter oder Objekte, Upaye Tere, die du, lieber Schöpfer, erstellt hast. Auch die singen deine Lobpreisung. Auch die 68 Pilgerorte, die Tirits, singen auch deine Lobpreisung. Gavah Jod Mahabal Sura. Jod Mahabal und Sura sind drei Arten von Krieger oder von Soldaten, die sich unterscheiden. Wer ist ein Jod? Ein Jod ist ein Joda. Wer ist ein Joda? Ein Joda ist derjenige, der gegen 100 oder Tausende alleine kämpfen kann und dann noch gewinnt. Ein Joda ist ein derjenige, der seinen Körper fit gehalten hat. Ein Joda ist ein derjenige, der das Naam Sune, der das hört. Wer ist ein Mahabal? Ein Mahabali. Ein Mahabali ist ein derjenige, der gegen 10.000 Leute alleine kämpfen kann und dann noch gewinnt. Ein Mahabali ist aber auch ein derjenige, der seine Indriya, der seine Sinnesorgane unter Kontrolle hat. Ein Mahabali ist aber auch ein derjenige, der das Naam Sune und dann Manne, also akzeptiert. Und ein Sura, ein Surbir, ist ein derjenige, der gegen unzählbar viele kämpfen kann und dennoch gewinnt. Ein Surbir ist ein derjenige, der die volle Kontrolle über seine Gedanken hat. Ein Surbir ist aber auch derjenige, der das Naam Sune, Manne und Nedersan macht. Auch diejenigen, Sur, auch die Jod, Mahabal, Sura, die drei Formen oder die drei Arten von Krieger singen deine Lobpreisung. Gavah Khani Chare. Und auch die vier Lebensquellen, Chare Khani, Andaj, Jeraj, Setaj und Utpaj, die singen deine Lobpreisung. Gavah Khand Mandal Varpanda. Auch die Kontinente, die Länder, all diejenigen singen deine Lobpreisung. Das ist die erste Übersetzung. Die zweite Übersetzung ist Sat Santokh Dertarm Tiraj. Diejenigen, die gute Eigenschaften implementiert haben, Mandal. Und Kam Krodh Lobh Mohankar, schlechte Eigenschaften, Khande, zerstört haben und gute Eigenschaften, Mandal, implementiert haben im Varpanda. Varpanda ist ein Behälter. Und wer ist der Behälter? Das ist unser Körper. Derjenige, der schlechte Eigenschaften Kande zerstört hat und gute Eigenschaften Mandal implementiert hat im Varpanda, im Körper, auch diejenigen
singen deine Lobpreisung. Kar kar rakhe tare. Denn du, lieber Schöpfer, hast Kar-Kar, hast die ganze Kreation erstellt und diese Lebewesen auf die Welt geschickt. Sei tundanu gava hai, jo tud pavana. Aber nur diejenigen singen deine Lobpreisung, jo tud pavana, die dir gefallen und von denen du verlangst, dass sie deine Lobpreisung singen. Und was kriegen sie dadurch, diejenigen, die deine Lobpreisung singen? Ratte. Sie tauchen in die Liebe ein. Ratte tere pagta. Deine pagta jan, deine Gottesgeliebten, lieber Schöpfer, tauchen in die Liebe ein. Und was trinken sie? Rasale. Sie trinken den Nektar von Naam. Hor kete gavan se main chitna aavan. Dann Guru Nanak Dev Ji sagt, die, all das, was ich jetzt vorher schon beschrieben habe, außer diese ganzen Kreationen, außer die ganzen Rags, außer die ganzen Jodes, Mahabalis, außer die ganzen Welten, Ozeane, außer die ganzen Kande, ganzen Welten, gibt es wahrscheinlich noch mehrere Semetjetnam, die mir gerade nicht einfallen. Nanak kya vichare. Außer diejenigen, die ich schon erwähnt habe, gibt es mehrere, die mir gerade nicht einfallen, die deine Lobpreisung singen, lieber Schöpfer. Nanak kya vichare. Denn was soll denn schon Nanak über die ganzen, über all diejenigen sagen, die deine Lobpreisungen singen. Soi, soi, sada satya sahib. Guru Nanak Dev Ji sagt, soi, soi, sada satya sahib. Derjenige, der immer sada satya, der immer war und immer ist und immer wahr ist und der der Sahib ist, der Schöpfer ist. Satya sati nai. Und auch seine Lobpreisung ist es wert und auch seine Lobpreisung ist wahr. Happy hosi jai najasi. Denn der eine allmächtige Schöpfer ist hä. Er ist vorhanden. Pi. Er war vorhanden. Hosi. Er wird vorhanden sein. Wie im Mulmantra auch. Ad satya. Jugad satya. Happy satya. Nanak Husi Pisach gesagt wird und Jai Najasi. Er wird nirgendwo hingehen, er wird für immer da sein. Rachana Jena Rachai. Der eine allmächtige Schöpfer wird immer da sein, der Rachana, der die ganze Kreation Rachai erstellt hat. Rangi Rangi Pati. Rangi Rangi. Rangi Rangi bedeutet verschiedene Farben. Denn der allmächtige Schöpfer hat verschiedene Arten von Menschen oder verschiedene Arten von Kreationen, von Lebewesen erstellt. Einer ist schwarz, einer ist braun, einer ist weiß. Pati. Pati bedeutet verschiedene Formen von Körpern gegeben. Einer ist groß, einer ist klein, der andere ist etwas dicker, der andere dünner. Hanji. Kar kar jinsi. Und auch Tiere zum Beispiel. Jinsi sind auch weitere Tiere oder Lebewesen. Hat der eine allmächtige Schöpfer erstellt. Maya jin upai. Und wie hat der eine allmächtige Schöpfer all diese ganze Kreation erstellt? Durch seine Maya. Kar kar vekha kita apna. Er schaut sich seine Kreation an und sagt, kar kar vekha kita apna. Es ist meine Kreation. Jiv tis di vadeyai. Und er schaut sich die ganze Kreation an, wie er es möchte, wie seine Vadeyai, wie seine Raja, wie sein Hukum ist. Jyotis pava soi karsi. Denn der eine allmächtige Schöpfer macht Jyotis pava. All das, was er möchte, was ihm gut gefällt, soi karsi, macht er, denn Hukum na karna jai. Keiner kann ihm etwas vorwerfen und keiner kann ihm einen Hukum, einen Befehl ausgeben und keiner kann sein Hukum widersprechen. So Pat Sahu Saha Pat Sahib. Guru Nanak Dev Ji sagt, der eine allmächtige Schöpfer ist Pat Sahu, ist der König. Saha Pat Sahib, er ist der König der Könige. Nanak Rehna Rajai. Guru Nanak Dev Ji sagt zum Schluss, in seiner Rajai, in seinem Hukum zu leben, ist das Beste für ihn. Aber auf der anderen Seite sagt auch Guru Nanak Dev Ji, in seinem Hukum zu leben, kann auch bedeuten, dass derjenige, der in seinem Hukum lebt, in dem Hukum des Schöpfers lebt, zu einem Bad Sahib, zu einem König, Sahabad Sahib, zu einem König der Könige werden kann durch die guten Eigenschaften.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere die Benachrichtigungen, um kein Video zu verpassen.